Jo Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth und ich habe jetzt dreimal die Aufnahme neu starten müssen, weil ich jedes Mal gesagt habe, dass wir 7 Days to Die spielen. Und wir spielen heute einen Judas Run. Judas ist ein sehr cooler Char, startet mit sehr hohem Damage und einem sehr, sehr geilen Spacebar-Item. Denn das Book of Belial, auch wenn es genervt wurde, erhöht eure Chance auf einen Devil Deal. Früher hat es den fast garantiert, aber man konnte die Wahrscheinlichkeit nahezu unmöglich so weit runtersenken. Soweit ich das weiß, also das hatte glaube ich 2500% an Wahrscheinlichkeit, den Devil Deal zu triggern. Das heißt, so viel konntet ihr gar nicht runtergehen, wie euch das Teil halt plus gebracht hat. Heute bringt das, glaube ich, nur noch 50%. Und ihr seht, warum ich dieses Item mitgenommen habe aus dem Goldraum. So, heute ist für mich aber leider ein etwas stressiger Tag. Und das ist ein schöner Raum. Scheiße. Oder auch nicht. Meine Schwiegereltern sind jetzt in Urlaub gefahren. Meine Freundin hat gesagt, sie kocht heute für mich. Und dementsprechend habe ich gestern nichts gekauft. Und wir haben heute Sonntag. Jetzt ist ihr aber aufgefallen, sie wollte Käsespätzle machen. Und jetzt ist ihr... Das dürfte ziemlich interessant werden. Jetzt hat sie aber gemerkt, sie hat nur vergammelten Käse. Da. Das heißt, jetzt dürfen wir improvisieren. Ich glaube, jetzt macht sie Kaiserschmarrn, hat sie gesagt. So, und wird hoffentlich auch ganz, ganz geil, aber jetzt hatte ich mich eigentlich auf Käsespätzle gefreut. Ärgerlich. Der Pyjama, ja, das reicht auf jeden Fall, um dann gleich einen Devil Deal zu kriegen. So, ich habe heute Nacht über, habe ich die Parts mit dem Michel aufgenommen. Die 7 Days to Die Parts. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt auch gerade die ganze Zeit 7 Days to Die gesagt. Ich weiß auch nicht, da bin ich noch so drin. Aber das hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht, wenn ich jetzt vielleicht mal ab und an 7 Days to Die und nicht Isaac sage. Wenn es mir auffällt, dann starte ich das Ding auch neu. Aber es war gerade irgendwie total strange. Das habe ich zweimal gehabt und musste jedes Mal die Aufnahme neu starten. Total bescheuert. So. Wups. Einmal drauf. Das Book of Belial im Übrigen ist nicht nur dafür da, um Devil Deal zu erhöhen, sondern das erhöht auch meinen Schaden. Aber ich sag mal... das kann man vielleicht mal gegen den Boss machen, aber selbst jetzt gerade gegen den Duke of Flies habe ich das nicht benutzt, weil es einfach... das ist, glaube ich, Lepra, oder? Ist das... Das ist Lepra, ne? Ach, scheiß drauf, wir nehmen Lepra mit. Wenn wir Solmik finden, dann ist das ein gewonnener Run. Deswegen, also... ich würde mich freuen, wenn ich jetzt eine Solmik finden würde. Also früher oder später werden wir darauf irgendwann mal stoßen, auf einen Solmik Lepra Run, aber im Moment halt... Nee, komm, wir riskieren es gar nicht. Ah nee, hier kann auch kein Secret Room sein. Gegen den möchte ich aber bitte mehr Damage. Also ihr seht, dann wird Isaac böse. Aber, was wir jetzt haben, wir haben jetzt ein All-States-Up und kein reines Damage-Up mehr. Denn, achso, Lepra ist für viele Leute irgendwie unverständlich. Ich verstehe nicht, was man daran nicht verstehen kann. Also jeder Wert wird genommen, also jedes Power-Up wird genommen und wird geteilt und gleichmäßig auf alle aufgeteilt. Das heißt, wenn ihr... Normalerweise ein 6 Punkte Stärke
abhättet, was es nicht gibt. Also soweit ich weiß, kann man mit einem Item keine 6 Punkte in irgendwas erhöhen. Basement Boy, sehr schön. Das ist geil. Würdet ihr in jedem von diesen Bereichen da einen Punkt dazu bekommen? So. Das ist alles Kacke. Also ich meine, man könnte überlegen, ob man Guppys Collar mitnimmt, aber selbst das will ich nicht. Eve und Samson. Ich weiß nicht, was ich mit... Ach, Moment. Nee, Eve war ja, dass ich keine Herzen mitnehmen darf. Und Samson war, dass ich irgendwas anderes nicht mitnehmen darf in zwei aufeinanderfolgenden Ebenen. Also Eve war keine Herzen, das weiß ich. Aber was war... Oder war es Samson? Also einer der beiden war auf jeden Fall, ich darf keine Herzendrops mitnehmen. Das haben wir ja geschafft, weil wir ja keine Soul Hearts gefunden haben. Und weil ich ja keinen Schaden an roten Herzen genommen habe. Weil der Pyjama, der zählt nicht als Herzendrop. Es ging da wirklich nur um reine Herzen-Pickups. Ach komm, nehmen wir's mit. Bis zum Boss habe ich das sowieso wieder aufgeladen. Der geht mir nämlich gerade megamäßig auf den Sack. Also ihr seht jetzt auch gerade so das Hauptproblem bei einem Libra-Run. Man wird halt nicht mehr ultra stark, weil man hat halt alles ein bisschen. Und in sowas, da möchte man möglichst hohe Multiplikatoren dann haben, die dann zum Beispiel Soymilk, die dann einfach mal alle Werte ins nahezu Endlose steigern. Deswegen ist das so ein brokener Run, wenn man Soymilk und... Ups, da war ein Loch. Soymilk und Libra kriegt. Ich weiß nicht, war Samson vielleicht, dass man keinen Schaden nehmen darf? Zwei Ebenen lang nicht, weil das war ja jetzt. Ich muss mal gucken. Ich schaue mir das nochmal an. So. Könnt ihr nicht zu Boni-Männern auch werden? Komisch. Ich war jetzt die ganze Zeit darauf aus, dass die zu Boni-Männern werden und dass ich dann direkt abhauen kann. Ich liebe dieses Item, ganz ehrlich. Also die Radioaktivität, die ist mega wichtig. Oder die ist mega geil auf jeden Fall. Und für mich gerade mega wichtig. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir einen Angel-Deal bekommen. Wobei ich meine, das Book of Belial erhöht nur die Chance auf einen Devil-Deal. Also einen Angel-Deal kriegt man, indem man... vergiss es. Also das Ding da drin ist Bobs Brain und das nehmen wir nicht mit. Das könnte er knicken, das meine ich. Das versaut mir den Run. Das wird mir den Run versauen. Das wird mir sowas von den Run versauen. Ups. Das war knapp, aber zum Glück sehen wir, dass wir... sehen wir jetzt einen der Vorteile von einem Libra-Run. Meiner Meinung nach. Man wird halt auch durch Damage-Ups wird man schneller. Man braucht halt nur Stats-Up. Die sind am wichtigsten. Deswegen so die Boss-Items, da möchte man möglichst viele, möglichst... einfach nur möglichst hoch den Gesamtwert haben, weil ist ja vollkommen wurscht, ist ja sowieso immer ein All-Stats-Up. Wobei halt Leben erhöhen sich halt nicht. Was noch cooler wäre. So, jetzt... Moment, ich hab doch... Es vergesse ich so oft, also Spacebar-Items haben es bei mir nie gut, also die werden ganz, ganz selten benutzt, weil ich so meistens vergesse. Ach, schade. Ich dachte, heute hätte ich wieder so einen Tag, wo ich Super Isaac spielen kann. Okay. Okay, das hatte ich auch noch nicht.
Ich wurde überhaupt, ich habe keinen Schaden an roten Herzen genommen. Und trotzdem, und hatte letzte Ebene kein Devil Deal mitgenommen. Also es geht da immer darum, den mitzunehmen. Nicht den zu bekommen und reinzugehen, sondern wirklich den zu beko den abzuholen. Also sobald ihr mindestens ein Item mitnehmt, gilt das als mitgenommen. Aber dann keinen zu kriegen, das. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich dachte, die Chance wäre. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich eigentlich jetzt einen Angel Deal bekommen ha hätte und Book of Belial mit habe, das ja nur den Devil Deal pusht. Ich weiß nicht, ob das Spiel damit nicht klarkommt. Wir werden es jetzt gleich sehen, weil eigentlich müsste ich jetzt wieder einen Devil Deal kriegen. Also wie gesagt, man muss den Devil Deal liegen lassen, und dann kriegt man, hat man die Chance, in der nächsten Ebene einen Angel Deal mitzunehmen. Ich finde die Angel Deals inzwischen, also mit Afterbirth finde ich die wirklich stark. Also ich möchte gerade eben in den Goldraum. Finde ich die wieder stark. Aber trotzdem ist halt der Devil Deal immer noch stärker. Also hat noch die stärkeren Items. Zumindest bis man Lost durch hat. Lost müsste es, glaube ich, sein. Also Lost hat richtig, richtig geile Teile. Nehmen wir mit. Das ist nämlich ein All Stats Up. Also, und er verändert mich so ein bisschen. Also ich habe jetzt so ein mega cooles Kinn. Ich glaube, den Secret Room möchte ich gerne mitnehmen. Da kann was Cooles drin sein und ich habe sowieso 7 Bomben. Es ist ein Haufen Scheiße drin und das meine ich jetzt sogar wörtlich. Ach, Dreck. Ja, okay. Cool. Hermatemesis. Ja, hätte ich gerne noch mal eine. Entschuldigt, da dürfte wahrscheinlich wieder in der Aufnahme ein Windows-Sound sein. Ups. Ja. Da ist mir gerade der Movie Maker angesprungen. Weil ich mein Standard-Schnittprogramm kommt mit der 7 Days to Die Aufnahme, kommt der nicht klar. Was ich nicht verstehe, warum das so ist. Die ist eigentlich so wie alles von mir mit OBS aufgenommen, 60 Frames, alles wunderbar gelaufen. Ist halt irre lang. Also die Parts gehen ja teilweise von der Aufnahme her zwischen, ich glaube, der erste ging fast 90 Minuten, der zweite geht 40 Minuten. Damit kommt's klar. Und der letzte geht über 100 Minuten. So, das ist ein sehr schönes Stats-Up, weil es eigentlich sehr, sehr stark ist und mit Libra ist es nochmal eine ganze Ecke stärker. Und wir haben Krampuskampf. Ich habe es fast befürchtet. Ich wollte es noch vorher sagen, hoffentlich kein Krampuskampf. Vor allem weiß ich nicht, wie sich das mit Lump of Coal verhalten würde. Boah, ich bin gerade richtig schlecht gegen Krampus. Ich habe ewig nicht mehr gegen Krampus gespielt, fällt mir mal auf. Einmal mitnehmen, das ist Head of Krampus. Das, was man nicht von Krampus haben möchte, das macht nämlich das hier. Und hat eine Aufladezeit von, ich glaube, 6 Räume oder so. Ja, 6 Räume. Also das Ding möchte man einfach nicht. So, darum gehen wir mal weiter. Ich will gucken, ob ich den Boss Rush in der Zeit noch hinkriege. Deswegen haste ich jetzt ein bisschen durch. Also ich meine, es ist nicht schlimm, wenn ich es nicht hinbekommen würde, aber ich glaube, im Boss Rush hat man eher die Chance, ein legendäres Item zu bekommen. Und
da Zäumig dazu zählt, hoffe ich halt wirklich, dass Zäumig da drin zu finden ist. Ich mag Zäumig sowieso. Und was cool ist, ist ein Zäumig Epic Hack Run. Und den am besten noch mit Robert Cement. dann dreht man echt am Rad. Weil dann überall die Tiers lang bouncen. Und dann am besten noch Cricket's Body. Wer das Spiel schon etwas länger kennt, der oder spielt, der weiß, was das dann heißen würde. Also Zäumig, man muss sich das wirklich vorstellen, man schießt in der Zeit, wo ich eine Träne schieße, schießt man ungefähr 20 Tränen. Die sind dann irre klein und irre schwach. Aber darum geht es halt, also dass man kleine, schwache, viele Tränen schießen kann. Und dann Libra setzt das halt relativ weit, weit hoch mit dem Damage auch noch. Den kann ich einmal nehmen, um hier die Schädel in der Luft zu springen, das war's aber auch. Dann dazu Epic Hack. Epic Hack ist das, was der Slot, also den ersten Boss, den grünen, diesen den Mini-Boss, den ich gemacht habe. Der, wenn man da so grüne Tränen, die explodieren, schießt, schießt man dann. Und Robert Cement, eure Tränen, die bouncen dann überall ab. Also, wenn man gegen die Wand schießt, dann platzen die nicht, sondern die hauen dann zu irgendeiner Seite hin ab. Und das ist mega lustig, wenn man dann einfach mal Epic Hack und Robert Cement hat. Und wenn man dann noch einen Zäumig Run draus macht, ja, Left Hand, klar. Book of Sin, ja. Und wenn man da dann halt noch die... Nehme ich die überhaupt mit? Ja, nehme ich mit. Da halt zu der Zäumig halt noch hat, das ist mega asozial. Also man schießt sich meistens selber dann noch in der Luft. Left Hand macht jetzt aus allen Truhen, die wir finden, rote Truhen. Was ich eigentlich teilweise ziemlich cool finde. So, Moment. Ach, ich kann das nicht. Solche Räume, normalerweise muss man da durchrennen, aber das kann ich einfach nicht. Diesmal denke ich ein bisschen früher dran. Ah, blöd. Ich habe verpasst. Warum hat der so ein... Also, Loki ist eigentlich so einer der Bosse, gegen den kämpfe ich eigentlich nur im Dingsraum, im Boss-Challenge-Raum. Da habe ich den halt, aber sonst habe ich den halt so gut wie nie, dass ich den als Boss habe. Okay, Old Bandages. Also ihr seht, dass das Book of Belial halt echt hart genervt wurde. Früher ist man durchgerannt und da war es scheißegal, ob man rote Herzen verloren oder Schaden an roten Herzen bekommen hat oder nicht. Man hat einfach... Hier hast du deinen Devil Deal und wir haben bis jetzt einen, den wir wirklich mitgenommen haben. Oh, hallo. Hallo. Du wolltest auch mal als Boss vorbeikommen, habe ich gehört. Und der war noch nicht mal wirklich gut, also. Also Krampus ist halt nie wirklich gut und dann ist das Item halt auch Mist gewesen. Und den wir da gehabt haben. Ich sage ja, da hätte ich Guppys Collar, wenn dann überlegt, ob man das mitnimmt, aber ganz ehrlich, ist auch nicht so wirklich das Wahre. Also das Gelbe vom Ei habe ich bis jetzt noch nicht so gefunden. Ach, das sind die Fetisch-Puppies. Also die Latex-Puppies. So, auf geht's, weiter. Ach, Mann, ey. Überall liegt hier Scheiße rum. Ach, ja, die können ja auch schießen. Das vergesse ich gerne mal, dass die auch angreifen können.
Tja, dann dürfte es wohl kein Devil Deal für mich werden in dieser Ebene. Diese Kark-Anus-Fliegen, ey. Blöd von mir. Ich habe überlegt, ob ich das Book of Belial einsetze, aber... Bist du das, was... Du bist... Ah, du bist der... Ja. Richtig. Das blödsinnige Item. Also es gibt die... Das gleiche gibt es nochmal mit einer umgedrehten Träne, also wirklich von unten nach oben die Träne. Ach, die ist jetzt ja von unten nach oben die Träne und die ich meine, ist von oben nach unten. Das ist die, die auch Samson als Start-Item hat. Wenn man dann Schaden an roten Herzen bekommt, wird der stärker und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und das ist halt, das wäre halt ultra praktisch gewesen, das Teil. The Fool. Wir haben wir haben einen. Also wir halten sogar einen Grund, warum wir da das Teil nutzen würden. Schlüssel gegen eine Münze und ein rotes Herz nehme ich gerne mit. Just try it. One makes you small. Irgendwie vermisse ich meinen Sprecher hier. Ich weiß auch nicht. Warum ich das jetzt gemacht habe, also man kann unter Steinen, kann man random mal einen Keller finden, also so zum Runtergehen und da kann man dann Items drin finden oder einen Schwarzmarkt. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie das richtig heißt. Also das heißt nicht Keller, das weiß ich. Ich weiß auch, wie es richtig heißt. Wahrscheinlich fällt es mir direkt nach der Aufnahme wieder ein, wie es heißt. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, sorry. So. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal in einer Aufnahme drin, dass ich da einen gefunden habe. Also wenn ihr eine Bombe gegen zerstörten Stein und eine Bombe tauschen könnt, würde ich immer machen. Oh, jejejejej. Achso, ihr seid sowieso die Würmer. Okay. Wheel of Fortune. Habe ich gerade gesagt. Ach, der Blinky Rock. Ja, der ist aber nicht so geil. Aber wahrscheinlich renne ich sowieso gerade wieder an tausenden von Dingern rum. Dran vorbei. Ups. So. Ach, das ist die rote Mom. Scheiße. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also die rote Mom ist die, die überhaupt nichts spawnt. Ach, aber das habe ich vergessen. Die überhaupt nichts spawnt, die greift nur an. Also die kann gar nichts spawnen. So. Ihr seht, ich stelle mich gerade gegen die rote Mom echt schwierig an. Die blaue Mom ist zum Beispiel die Spawner-Mom. Es gibt, glaube ich, noch eine gelbe. Die ist dann ein bisschen schneller. Und ich glaube, es gibt noch eine grüne. Da wüsste ich aber nicht genau, was die macht. Vielleicht ist die Healthy oder sowas. Komm schon. Komm schon. Einmal noch. Echt, habe ich nicht geschafft. Ach, ärgerlich. War ich eigentlich? Ja, gibt nichts, was ich jetzt noch großartig... Ach so, Pentagramm. Möchte ich gerne noch mitnehmen. Also das ist jetzt halt nicht nur ein Damage-Up, das ist halt, wie gesagt, ein All-Stats-Up. So. Isaac im Kleid. Oh, ich finde den aber süß. Aber ich frage mich immer, warum Isaac keine Haare hat.
Außer halt, wenn er sich verkleidet. Und ich finde den Womp einfach wesentlich viel besser, weil man wesentlich viel besser sieht. Also wenn man in einem normalen Womp ist, dann ist das ja so alles in wirklich dunklem Rot. Und da sieht man dann halt auch die Blutspritzer nicht. Also diese Blutlachen. Ich glaube, ich bin ja im dritten oder vierten Run bin ich da auch dran gestorben, dass ich die nicht gesehen habe. Was mich mega angekotzt hat. Das habe ich dann aber nach einer Aufnahme gesehen, wo ich gesagt habe, woran bin ich gestorben? Da habe ich, glaube ich, auch nicht mal eine Abmoderation zu gemacht. Weil das mir so auf den Sack gegangen, Sack gegangen ist. Und ja, das war Blut auf dem Boden, was ich nicht gesehen hatte. Und die sind echt nervige Gegner. Und leider Gottes kriegen wir, kommen wir gleich immer noch nicht weiter. Also wir haben wieder ein... Ups, ja, das ist ein Scheißgegner. Haben wir maximal noch zwei Ebenen vor uns. So schön der Run angefangen hat, so beschissen spiele ich jetzt gerade. Also am Anfang, die ersten zwei Ebenen... Schaltet am, am besten guckt ihr euch nur die ersten zwei Ebenen an. Ich muss vielleicht ein kurzes Video davor nochmal setzen, wo ich das kurz sage. Guckt euch nur die ersten zwei Ebenen an und danach schaltet am besten ab. Aber den Run muss ich jetzt ja so oder so nehmen. Erstens, er geht über 20 Minuten und ich habe gesagt, alles was über 20 Minuten ist, das kann nicht so schlecht sein. Und vor allem, ich habe jetzt... hier so viel freigeschaltet. Da möchte ich dann doch auf jeden Fall, dass ich den Run nochmal hochlade. So. Du bist... Ach, der. Der komische. Also den muss man, anders als Pin, muss man den jetzt hier am Schwanz treffen. Er streckt auch manchmal nur seinen Schwanz nach oben. So. Aber irgendwie möchte er das gerade nicht bei mir machen. Der möchte mich gerade echt ärgern. Also ihr seht, ich kann ihm dann auch ordentlich Damage drücken, aber aber ich habe halt auch in diesem Run einen chronischen Mangel an vernünftigen Devil Deals. Ich hatte überhaupt keinen, ne? Ich hatte nicht einen vernünftigen Devil Deal. Ich meine, man kann... ich bin ja einer der Menschen, der sagt, man kann das Spiel auch ohne Devil Deals spielen, aber... Dann müssen die anderen Items halt dazu passen. Und das tun sie halt im Moment auch nicht. Und jetzt kriegen wir... Erstmal Stuff. Du bist... Tears Down. Ja, das ist ein All Stats Down halt. Ach, du warst ja random irgendwas, ne? Ja, ich finde das cool. Weißt du, du kannst so schön was irgendwie geben und jetzt kriege ich sowas. Ich sehe sowieso ein Niveau hier. Also ich weiß nicht, wie man die, die Tinted Rocks in... im Womp erkennt, also muss, ich weiß es halt wirklich nicht. Und dementsprechend habe ich jetzt mal meine Bomben dafür benutzt, da zwei Soul Hearts mitzunehmen, weil die blauen Feuer haben eine sehr hohe Chance, Soul Hearts zu droppen. Ich glaube, wenn ich den als letztes zerstöre, kriege ich auch ein Soul Heart. Oder auch nicht und der explodiert einfach nur. Okay.
Na, klar. Gerade wo ich dachte, yo, es kann eigentlich nur jetzt nur noch gut werden. Nein. Aber guck mal, wie groß meine Tiers sind, ey. Also, den Damage, den ich austeile, der muss schon echt hoch sein. Weil normalerweise skalieren die halt mit dem Damage. Die Größe. Aber irgendwie. Kommt mir das gerade noch nicht so vor. Ich weiß auch nicht. Wäre schön, wenn ich irgendwie so alles one-hitten würde. Wenn ich das da reinschiebe, dann sollte ich oben und unten dran kommen, oder? Aber ich will unten gar nicht dran, also ich komme besser hier mit. So. Das. Und. Scheiße. Ach, blödsinniger Effekt, ey. Warum es den überhaupt gibt? So, Magician. Finde ich noch ganz cool. Da kann ich mich bei Mom kann ich mich dann drauf konzentrieren, einfach zu schießen. Und dann dürften die Homing-Tiers den Rest erledigen. Weil wir haben halt nichts zu unserem Schutz im Moment, was mich so ein bisschen stört. Und wir werden auch nichts mehr kriegen zu unserem Schutz. Wir werden mit der Item-Combo, die wir jetzt haben, werden wir zu Mom gehen. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber die ist noch nicht so sicher, wie ich das gerne hätte. Aber wir kriegen es halt nicht mehr hin, dass wir jetzt nochmal großartig was ändern. Also, solange wir keinen Reroll Room kriegen, den es, glaube ich, hier auf der Ebene gar nicht geben kann. Wobei, Double Key Room? Kann der nicht auf jeder Ebene kommen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Boah, ja, genau. Und solche Räume meine ich halt, die sind dann mega ätzend. Aber solche Räume, die mag ich wiederum. Ihr seht, denke ich, warum. Jetzt wollte ich cool sein und wollte einfach sagen, hey, ich kann die, ich kann die Kiste so schieben, dass ich da nicht mehr gedamaged von werde. Na, Pustekuchen. Da kriege ich in dem Augenblick Damage. So. Komm schon. Da. Bitte sei da. Der könnte noch da sein. Der könnte noch. Ach, der könnte noch da. Ja, aber eigentlich nicht. Der wird wieder wo komplett anders sein, der Super Secret Geheimraum. Also, wer es spielen will, da ist der Seed. Müsste auf Pause halt drücken. Dieses Mal denke ich direkt dran. Achso, Moment. Da oben ist der Key. Wenn ihr es selber spielen wollt, dürft ihr es selber spielen. Dass ich den Run jetzt versaut habe, das gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich war das ein sehr schöner Run. Fucking Devil Deals. Hätte ich mal ein paar mehr bekommen. Oder ein paar Angel Deals. Die hätte ich auch cool gefunden. Warum ich überhaupt noch einen Angel Deal bekommen habe, das wundert mich. Ich habe so viele Sachen, die einen Devil Deal fördern. Naja, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Isaac. Und dann hoffentlich wieder mit einem gewonnenen Run, weil dann werde ich Eve oder Samsung nehmen. Okay, haut rein. Tschö, tschö.